schön. Ja. Liebe Freunde, heute ist es soweit. Triabi Schwimmvideo Nummer 1. das ist sehr aufregend, denn ich schwimme heute nicht allein, sondern mit den Freunden vom Wasserballverein hier in Leipzig, nämlich genau. Von der HSG Leipzig. HSG Leipzig, so sieht's aus. Und genau, ich habe ja Kontakte hier durch Zufall bekommen und deswegen erstmal ausgelacht, wegen meiner 200 Meter maximalen Schwimmleistung. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn mir jemand helfen kann, dann die Jungs. Genau. Das ist der Robin. Ja. Du bist hier der Trainer. Ich bin Trainer der ersten Mannschaft, genau. Genau. Ihr spielt in der zweiten Bundesliga. Ja. Und aktuelle Platzierung? Platz 7 von 10, aber okay. Hoffen wir, dass wir noch ein bisschen vorwärts kommen. Ja, das geht. Genau, vielleicht mal kurz zur Erklärung. Es gibt halt einen Unterschied auch beim Kraulen, was die Wasserballer machen und was die Triathleten machen. Was ist genau der Unterschied? Was machen die Wasserballer anders als die Triathleten? Der Unterschied ist, dass wir, also beim Triathlon ist es vielleicht in der Startphase so, dass man durchaus mal den Kopf oben hat, um zu schauen, rechts, links, wo Platz ist und so weiter. Ja. Und dass wir das eben im Prinzip permanent. Okay. Du musst immer schauen, wo der Ball ist, wo der Gegner ist. Du bist ständig im Wechsel, Rückenlage, Brustlage, Bauchlage. Okay. Das ist der Unterschied, dass du alle Schwimmarten permanent kombinieren musst. Also ihr macht auch Brustschwimmen und hindurch? Also zum Beispiel Rücken, Arme, Brust, Beine und solche Geschichten. Okay. Dass du das halt einfach um in gewissen Situationen den Vortrieb zu haben, den du halt auf der langen Bahn oder jetzt lange Strecke nicht brauchst. Ja. Und wie oft trainiert ihr jetzt hier? Auf der Schwimmbahn, also im Wasser direkt? Also im Wasser sind wir 5-mal in der Woche. 5-mal, krass, ja. Genau. Also immer unterschiedlich lange, mal eine Stunde, mal 2 Stunden. Ja. Und direkt schwimmen ist es dann, also klassisches Schwimmtraining, wie es auch beim Triathlon der Fall ist, das ist einmal, zweimal in der Woche. Okay. Der Rest ist dann immer so ein bisschen spezifisch mit Fallübungen. Ja, genau. Also ihr macht sowohl einzelne Schwimmtraining, Kraulen, als auch Werfen, genau. Und Taktik etc. Eben oft auch in Kombination, also dass du Schwimmanteile hast und dann am Ende noch mal werfen musst, dass die Belastung und die Struktur dann dabei ist. Ja, genau. Und ich habe letztens auch schon mit Thomas gesprochen. Der ist heute leider nicht da, aber der meinte, das fand ich jetzt witzig, er hat gesagt, alle machen immer so einen riesen Aufwand wegen dem Kraulen. Eigentlich ist es ganz einfach, ganz nach vorne greifen, dann ganz nach hinten ziehen und dann wieder vorne anfangen. Sind dann sozusagen auf höherem Level dann Nuancen, die dann immer wieder eine Sekunde bringen auf 100 Meter. Ja, genau. Genau, und also ich würde sagen, ich schwimme einfach mal ein bisschen ein jetzt. Genau. Oder so ein paar Meter irgendwie. Und dann guckst du mal, was Schau ich mal so drüber, was, falsch was mache. Ist und was ist so. Genau. Und dann mal sehen. Cool, los geht's. Thank you.
Turnier gespielt. Das ist ziemlich aufregend. genau, also ich wurde kurz analysiert. Und drei Hauptfehler, die ich wohl habe. Zum einen ist es für mich nicht so, dass ich zu weit nach innen gehe mit meinem Arm, sondern zu weit nach außen bin. Also genau den typischen Fehler andersrum mache. Und weiterhin habe ich immer eine riesen Schere in meinem Beinschlag. Das kommt daher, dass ich beim Atmen die Hüfte komplett verdrehe und dann quasi eine Seitenlage im Wasser bin. Das muss ich mal korrigieren. Und der Armzug ist bei mir wohl so, dass ich den falschen Rhythmus habe. Also ich habe mir so angewöhnt, dass quasi die Arme immer parallel sind und dadurch gleite ich aber halt irgendwie gar nicht, sondern ich bin halt immer in Bewegung und kann das Gleiten im Wasser irgendwie gar nicht nutzen. Das ist für mich das Schwerste, das umzustellen. Ich habe versucht, irgendwie hinzukriegen, dass ich halt dieses typische Abschlagschwimmen kriege ich überhaupt nicht gebacken. Aber dafür habe ich gemerkt, wenn ich wirklich die Arme weiter nach innen nehme, dass es wirklich ein Riesenunterschied ist vom Armzug her. Merke ich, habe ich direkt gemerkt. So, ich sollte noch ein paar Bahnen schwimmen, neben der wilden Horde. Ich will nochmal kurz zusammenfassen, was ich gestern eigentlich so gelernt habe beim Schwimmtraining unter Anleitung von Robin. Also zum einen, wie gesagt, er meinte, ich mache eher das Y und das war für mich wirklich bahnbrechend, weil als ich dann vom Y zum I gekommen bin, habe ich direkt gemerkt, wie viel, also immer war alles anders. Ich bin durch den Wechsel vom Y zum I in eine komplett andere Haltung im Wasser gekommen und habe irgendwie gemerkt, das schwimmt sich auf einmal völlig anders und vom ersten Gefühl her viel besser. War natürlich gestern alles sehr aufregend und auf der Nachbarbahn waren auch die Superschwimmer, also das waren glaube ich Leistungsschwimmer oder also jedenfalls krasse Menschen, die da gekraut sind. Deswegen habe ich mir noch ein bisschen schwer getan, mich da auszuprobieren. Aber insgesamt habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass doch ein deutlicher Unterschied zu erkennen ist. Irgendwie im Nachhinein für mich ist auch klar. Sonst habe ich immer neben dem Körper hergezogen und jetzt ziehe ich unter dem Körper durch. Und ich dachte immer, ich mache es richtig. Und jetzt habe ich gemerkt, ich mache es eigentlich falsch. Das war für mich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Auch das mit der Gleitphase, dass ich quasi nicht immer in der Rotation bin, sondern einen Arm vorne lasse und erst wenn der andere Arm wieder kurz vor dem Berühren des anderen ist, ziehe ich den anderen nach hinten. Und da ist man einfach wesentlich ruhiger im Wasser. Habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, weil das natürlich dann mit dem Atmen ein bisschen anders ist. Der Rhythmus irgendwie nicht mehr der von früher ist. Aber ich denke, das kriege ich hin. Und was ich selbst auch schon wusste, dass meine Atmung, dass sich mein kompletter Körper sich damit dreht und eine Komplettrotation um 90 Grad meines Körpers stattfindet. Also mein absolutes Meta-Resümee, wenn ich das mal so nennen darf, ist,
dass Schwimmtraining allein tatsächlich in meinem Fall relativ sinnlos sein kann. Was habe ich mich alles angeschaut? Bücher gelesen, in der neuen Triathlon-Ausgabe Schwimmspezial, Videos ohne Ende bei YouTube geguckt. Es ist immer häppchenweise besser geworden, aber so wie gestern, dass einer mal sagt, okay, hier, hier und hier, das sind Dinger, da musst du dran arbeiten, da läuft das, habe ich unterschätzt. Habe ich einfach unterschätzt und deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht so eine Art Schwimmseminar, Schwimmkurs nochmal mache. Allerdings nicht an der Uni mit 10 anderen, sondern vielleicht in so einer kleinen Gruppe mit 2-3 Leuten. Habe ich jetzt erstmal nichts gefunden. Wenn jemand da einen Tipp hat, bin ich da sehr dankbar. Und dazu passt auch das, was ich gestern irgendwo gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Der hat auch so ein Schwimmseminar besucht. 3 Tage ging das. Und er meinte, er hat sich innerhalb von einem Jahr so viel verbessert, allein wie er es im Seminar in 3 Tagen geschafft hat. Das will man nicht hören, denn es kostet Geld und ist aufwendig. Aber ich denke, das ist vermutlich doch ein guter Weg, um seine Schwimmskills zu verbessern. Oder, wenn man wie ich überhaupt keine hat, um sich überhaupt erstmal hier richtig anzueignen. Nochmal vielen Dank an Robin und Thomas vom HSGTH Leipzig, dass ich dabei sein durfte und mitmachen konnte und ihr mich irgendwie aufgenommen habt. Brutale Typen auf jeden Fall da beim Wasserball, richtig krass. Danke auch an alle anderen fürs Zugucken und ich habe mir jetzt vorgenommen, nächste Woche zum ersten Mal in meinem Leben auf die Bahn zu gehen. Alle reden davon, geh auf die Bahn. Ich mache mal 1000x1000 auf der Bahn. Ich mache 100x100 auf der Bahn. Ich mache vielleicht nächste Woche 10x10 auf der Bahn. Pi, wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall will ich das mal ausprobieren, was dieses Bahnding ist. Ne? Im Kreisrennen. Einfach 400 oder 800 Meter. Keine Ahnung, wie lang die Bahn ist, wo ich sein werde. Wir werden es rausfinden nächste Woche. Ansonsten bin ich dankbar für Daumen, Abos, Kekse und Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank und bye bye.